hierher zu bringen. Ich denke, Sie kennen ihn alle und ich will ganz kurz, wie ich es heute früh nochmal aus dem Internet herausgenommen habe, diese Veranstaltung beschreiben. Norbert Neukirch, Kommandant der Altneihauser Feuerwehrkapellen, Co-Autor und Co-Moderator im Bayerischen Fernsehen bei Kabarett aus Franken, Bücherschreiber und Verselreimer, liest und rezitiert aus seinen Texten. Vor mir im Friedhofsschatten, im Club schon viele andere hatten. Dahin kehre ich gern zurück, in einer Stunde 7 Stück. Du verseuchter Bürgermeister. Danke. Unter dem die Stadtratsgeister verzweifelt von des Dieters Treiben versuchen bei Verstand zu bleiben. Ist die Stadt auch wirtshausarm, so verleiht der Stadt doch Charme, die Parketage gleich ums Eck, das Dieter Frank Gedächtnis-Eck. Und Gerümpel. Man sieht an Häusern und Gestalten, die Stadt hat vieles ausgehalten. Hussiten, Pest und Cholera, Textilwerke waren auch schon da und verschwanden ohne Dank, geblieben ist der Dieter Frank. Und der Philipp Wolfrum Kasten für Gaukler, Künstler und Phantasten. Dann kündigt sich die Herbstzeit an, sowohl beim Berg als auch beim Land. Jetzt rief zurück. Der Musiklehrer. Es musiziert, wer es kann, wer nicht, der gibt bekanntlich Unterricht. Der kleine Unterschied. Der Bayer denkt, der Preuße nicht, der gleicht das aus, indem er spricht. Sicher kennt für etwas Geld, das Fräulein Ruby einbestellt. Leider fiel im Opernhaus dem Mörtel Bunga Bunga aus, denn trotz Ruby, Busen, Weiberhorden ist der Mörtel nicht mehr fest geworden. Glauben Sie mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, Bayern, glauben Sie mir oder glauben Sie es lieber uns, bevor Sie es wem anders nicht glauben? Wir hätten doch vorher nie daran geglaubt, dass wir hier noch so dran glauben müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bayern. Lassen Sie mich weiter spinnen. Am Faden, am Seidenen unserer Politik. Und der meine, die ist lang. Und dünn, was sage ich Ihnen? Der rote Ude, Ministerpräsident. Ha! Klopfen wir uns selbstkrisisch an die eigene Brüstung. Wehmut kommt nach dem Durchfall. Und dass uns der Durchfall seit der letzten Wahl ins Gesicht geschrieben steht,
ist leider so offensichtlich geworden wie die Fahne auf dem halben Mast. Doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwarzenbacher und Waldner, Walter am Walde, doch lassen wir uns nicht mit Bäumen...